Sie sind die Minimalisten mit maximalem Erfolg. Gladbachs Sieg über Nürnberg war der dritte 1:0-Erfolg in Serie. Die Borussia damit der 1:0-Meister. Dennoch ließ der VfL wieder zahlreiche Chancen liegen, hätte durchaus 4:5:0 gewinnen müssen. Da gilt es in den kommenden Partien anzusetzen, weiß auch Mittelfeldstratege Torben Marx. Ja, mit Sicherheit. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Sachen, die wir verbessern müssen. Aber das ist sicherlich ein anderes Punkt, wo wir daran arbeiten müssen. Weil es natürlich so ist, es kann hinten immer mal einer reinrutschen. Es ist natürlich, wird nicht immer uns gelingen, dass wir die Null halten hinten. Und von daher wäre es natürlich wünschenswert für uns alle, wenn wir vorher das Spiel schon mal entscheiden könnten. Weil die Möglichkeiten haben wir dazu und ich hoffe natürlich, dass wir das in Zukunft auch hinkriegen. Dennoch, das Selbstvertrauen der Mannschaft von Trainer Lucien Favre ist groß. Mit dementsprechend breiter Brust geht es daher auch ins Spiel beim Tabellenvorletzten, dem SC Freiburg. Die Breisgauer stellen mit 22 Gegentreffern die schwächste Abwehr der Liga, haben aber mit Papsis Demba Cissé einen der torgefährlichsten Stürmer in den eigenen Reihen. Trainer Lucien Favre warnt daher davor, den Gegner zu unterschätzen. Klar, wir haben 16 Punkte und wir wollen weiter so. Wir respektieren Freiburg, aber Angst haben wir von Freiburg nicht. Das ist für jeden Gegner. Und wir haben gegen HSV 7 Torschanze und auch gegen Nürnberg 7, 8, 9 klare Torschanze gehabt. Das macht mir Freude. Im Spiel beim SC Freiburg muss Borussen-Coach Lucien Favre auf zwei Spieler verzichten. Matthew Leki zog sich einen Muskelfaserriss zu, Joshua King plagen Rückenprobleme. Dennoch sieht der Schweizer Trainer eine positive Entwicklung seiner jungen Spieler. Sie kommen langsam. Ich bin sehr, sehr optimistisch. Sie brauchen Zeit. Die sind, King ist 19, Leki kommt aus Australien, ist 20, Ozu kommt aus Japan, ist 21. Das geht ein wenig schneller in die Bundesliga. Und aber sie arbeiten gut, sie trainieren gut und sie kommen langsam. Sie machen langsam ein wenig Druck. Von 10 Bundesligaspielen in Freiburg hat die Borussia erst eins gewinnen können. 5-mal setzte es eine Niederlage. Es wird also wieder einmal Zeit für 3 Punkte im Breisgau.